Kollegin Karin Ley für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Verbraucherschutz war noch nie eine Herzensangelegenheit dieser Koalition. Und deswegen ist Ihnen der Verbraucherschutz auch leider nicht viel wert. Schauen wir in den Haushalt. In diesem Jahr setzen Sie noch eins drauf. Im letzten Jahr gab es immerhin noch 46 Millionen Euro. Dieses Jahr sind es gerade einmal 37 Millionen Euro, die diese Bundesregierung für den Verbraucherschutz ausgeben will. Das ist gerade mal ein Siebtel der Summe, die der Wirtschaftsminister auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher einstreicht. Denn die Kartellstrafen, also das Geld, was die Unternehmen zahlen müssen, wenn sie illegale Preisabsprachen gemacht haben, auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher, das bekommen ja die Verbraucher keineswegs selber zurück. Nein, es versackt im Haushalt des Wirtschaftsministers. Wir sagen, wenn dieses Geld wenigstens in den Verbraucherhaushalt fließen würde und wenigstens indirekt Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute käme, dann wäre das ein erster Schritt. Und noch schlimmer ist, dass die finanzielle Geringschätzung des Verbraucherschutzes sich auch in ihrer Politik niederschlägt, nämlich da, wo es nichts kosten würde. Die Abzocke durch Telefonwerbung besteht weiter. Unseriöse Inkassodienste dürfen weiter überzogene Gebühren einstreichen. Und auch von der Verbesserung der Klagerechte, die Ihr Ministerium noch angekündigt hat, nach dem Betrug von Tausenden von Autofahrern durch VW, fehlt jede Spur. Die geprellten Verbraucher in den USA erhalten Schadensersatz. In Deutschland stehen sie weiterhin im Regen. Sie fühlen sich als Kunden zweiter Klasse, und das ist wirklich nicht hinnehmbar. Meine Damen und Herren, diese Koalition macht noch nicht mal gute Verbraucherpolitik. Sie macht gar keine Verbraucherpolitik. Wir können das nicht akzeptieren. Dinge vollmündig ankündigen, die nachher nicht kommen, das kennen wir ja von Ihrer Politik für Mieterinnen und Mieter. Das ist besonders dramatisch, denn diese Mietenexplosion, die treiben ja nicht nur die armen Menschen aus den Innenstädten, die führen inzwischen zur Verarmung der städtischen Mittelschichten. Die Mietpreisbremse wirkt leider nicht so, wie sie soll. Das zeigen alle Studien. Sie haben selbst ja eine davon zitiert. Hier in Berlin, selbst dort, wo die Mietpreisbremse überhaupt eingeführt wurde, Mietsteigerung von 17% in nur einem einzigen Jahr. Nun weiß ich ja, dass viele dieser Fehler damals in diesem vermurksten Gesetz von der CDU reingestimmt wurden. Was ich aber wirklich dramatisch finde, dass dieses Gesetz so nicht funktionieren wird, das habe ich Ihnen hier, das haben alle andere Rednerinnen und Redner der Opposition hier vor anderthalb Jahren bei der Beschlussfassung gesagt. Sie sind all unseren Argumenten wirklich mit einer unglaublichen Arroganz begegnet. Sie haben mir persönlich und Frau Künast vorgeworfen, wir wären frustriert, wir hätten selber kein besseres Gesetz gemacht. Falscher Maß, das, was wir damals als Linke kritisiert haben, das ist heute leider eingetreten. Und hätten Sie alle unsere Warnungen damals nicht in den Wind geschlagen, würden es Ihnen die Mieterinnen und Mieter heute danken. Sie haben damals gesagt, Zitat, das wirklich schrägste Argument wäre, dass die Mietpreisbremse umgangen würde. Ja, muss man nun mal die Süddeutsche Zeitung vom letzten Wochenende aufschlagen. Überschrift, Vermieter umgehen die Mietpreisbremse mit möblierten Wohnungen. Übrigens nur eine von vielen Ideen, die die Vermieter entwickelt haben, um sie zu umgehen. In dem Fall stellen sie ein paar Möbel in die Wohnung und umgehen die Mietpreisbremse saftig. So, und jetzt hat die SPD-Fraktion gefordert, dass die Mietpreisbremse nachgebessert werden muss. Sie haben sich vorhin und auch in der Presse offen dafür gezeigt, ihr eigenes vermurkstes Gesetz nachzubessern. Das alles zufällig zwei Wochen vor den Wahlen in Berlin. Ja, glauben Sie eigentlich, dass das ernsthaft den Bürgerinnen und Bürgern nicht auffällt? Genauso diese Bundesratsinitiative aus Berlin, das ist ja alles schön und gut, aber im Bundesrat wurde es dann in die Ausschüsse verwiesen. Böse Geister sagen, es wurde versenkt, aber Hauptsache, es hat in allen Zeitungen gestanden.
Und ich sehe auch ehrlich gesagt keinerlei Anzeichen dafür, dass Ihr Koalitionspartner, die CDU, bereit wäre, Ihnen da irgendwo entgegenzukommen. Ich habe auch heute hier noch nichts von Mietern gehört, aber so weltbewegende Sachen wie das Brokerverbot wurde diskutiert. Das ist doch das Kernproblem. Die CDU macht keine Politik für Mieterinnen und Mieter. Sie machen Politik für Kapitalanleger. Das muss sich endlich ändern. Und auch mehr Auskunftsrechte für Mieter. Das ist ja alles schön und gut. Mal davon abgesehen, dass Sie bei Ihrer ersten Rede hier vor anderthalb Jahren gesagt haben, die würden ausreichen, die Auskunftsrechte. Ich habe es extra noch mal nachgelesen. Aber auch damit wälzt man am Ende die Verantwortung auf die Mieterinnen und Mieter ab. Ich sage ganz klar, wenn diese sogenannte Mietpreisbremse wirken soll, dann müssen Sie die Löcher stopfen, dann müssen Sie endlich diese Ausnahmen alle abschaffen. Nur dann kann die Mietpreisbremse wirken. Und auch die Verbesserung der Mieterrechte kündigen Sie jetzt ehrlich gesagt seit November letzten Jahres an. Vorhin haben Sie es schon wieder getan. Seitdem rennt aber die CDU Sturm dagegen an. Zur Strafe blockiert die SPD ein Gesetz aus dem Hause Schäuble, ein zugegebenermaßen sinnloses Gesetz, in dem der Mietwohnungsneubau steuerlich beschenkt werden sollte. Kein Mensch weiß, ob nur eines dieser Gesetze jemals das Licht der Welt erblicken wird. Ich fürchte leider nein. Meine Damen und Herren, die Leidtragenden aus diesem Koalitionsknatsch, das sind die Mieterinnen und Mieter. Spekulanten können weiter ungestört die Lücken im Mietrecht nutzen. Sie modernisieren am Ende nämlich nicht die Wohnungen, sondern sanieren ihre eigenen Konten. Ich finde das völlig unakzeptabel. Meine Damen und Herren, Kollegin, der Minister Maas, ich komme zum Schluss, hat eine gute Presseabteilung, aber leider wenig Durchsetzungskraft. Das kommt mir bekannt vor. Ihre Vorgängerin, Verbraucherministerin Aigner, hatte sich den Namen als Ankündigungsministerin redlich verdient. Ich erlaube mir, Ihnen diesen Titel heute feierlich zu überreichen. Vielen Dank.